Hallo, willkommen im Tschechischen Zentrum. Wir möchten heute die Ausstellung von Manuel Steel, Sober Speech, vorstellen. Vielleicht fangen wir gleich mit dem Titel an. Die Idee für den Titel kam von dir. Kannst du uns dazu sagen, was du dir dabei gedacht hast? Ja, ich glaube, der Titel spiegelt sich in den Bildern wider. Ich bin immer auf der Suche nach so etwas wie einer Nüchternheit. Also selbst wenn meine Vorlagen konkret oder aufgeladen sind oder irgendwie ein gewisses Drama in sich tragen, dann wird das eigentlich im Malprozess immer eher entschärft oder aufgelöst oder in Frage gestellt. Ja, also man spürt in den Bildern auch eine gewisse Lethargie, wenn wir uns die Bilder anschauen, die hinter uns sind. Ist es eine Absicht, die du versuchst reinzubringen, dieses Gefühl? Ja, ich denke auf jeden Fall, es ist eine bestimmte Stillstellung, ein aus dem Bild schaffen von Zeit, also es sind Situationen und nicht Momente für mich, die vielleicht Momente irgendwie markieren, aber auch irgendwie unendlich so weiter fortbestehen könnten. Gleichzeitig ist eine gewisse Interaktion zwischen den Figuren vor allem bei diesen Bildern, wo wir zwei Figuren auf einem Bild sehen, wo wiederum eine Spannung zwischen denen entsteht. Woher kommen diese Überlegungen, wie die Gesten sein sollen, die Posen und so weiter? Das entsteht oft wirklich Schritt für Schritt im Prozess. Also ich fange bei den allermeisten Bildern an mit einem relativ konkreten Bild im Kopf oder vor mir auch. Und entferne mich aber im Prozess immer weiter davon. Also die Beziehung zwischen zwei Personen entsteht oft Schritt für Schritt, je nachdem, was das Bild auch verlangt. Ja, also da kommen natürlich auch malerische Aspekte ins Spiel, die sowas wie eine Spannung zwischen zwei Personen markieren können. Da kommen Kontraste ins Spiel, da kommen Richtungen der Komposition ins Spiel. Kannst du das vielleicht genau auf dem Beispiel dieses Bildes beschreiben? Ja, das ist ein gutes Beispiel. Das Bild basiert eigentlich auf einem Foto. Das ist eins der Bilder, die eigentlich auch wirklich eine recht konkrete Vorlage haben. Auf einem Foto von zwei Männern auf einem Festival oder auf einer Demonstration, die scheinbar warten, bis eine Schranke aufgemacht wird und sie weiter können. Und sich in dieser Warteposition irgendwie so ein bisschen verunsichert zu fühlen scheint, gleichzeitig versuchen, sich so ein bisschen aufzuplustern und irgendwie Präsenz zu markieren, vielleicht damit sie gesehen werden. Mir hat so diese Ambivalenz gefallen, also was da auch so für Klischee quasi Männlichkeit drinsteckt, oder? Und das Motiv war eigentlich recht hart, recht fordernd und im Prozess ist es aber immer mehr verschoben in die Beziehung zwischen diesen beiden zwei Personen hinein. Das Bild wurde immer zarter, was sich in der Farbigkeit widerspiegelte. Vielleicht kannst du gleich auch zu der Farbwahl was sagen. Die ist wirklich sehr weich, die Farben sind gedämpft und die meisten Kontraste, die wir auf dem Bild sehen können, sind wirklich die weißen Akzente. Entsteht irgendwie oder wieso hast du so einem aufgeladenen Bild oder eigentlich diese Beziehung zwischen den beiden Männern eben so eine Zärtlichkeit verliehen? Ich glaube, weil ich diese Zärtlichkeit oder diese Verunsicherung schon im Ursprungsbild gesehen habe und versucht habe, die irgendwie hervorzukehren. Also vielleicht damit versucht habe, auch so diese Gesten oder diese quasi Codes, die man ja dann irgendwie so liest, oder die vielleicht auch auf einem Stock-Image-Bild genauso dargestellt würden und dann darunter stehen würde, ich weiß nicht, two beefy men waiting for something, oder? Also ich versuche das auch bewusst irgendwie in Frage zu stellen oder aufzubrechen oder dem noch eine Dimension zu geben. Insgesamt ja den Bildern auch so eine Entrücktheit irgendwie zu geben, also eine quasi formale Lethargie, wenn du schon von Lethargie sprichst, oder? Also die haben nicht eine Direktheit, die haben nicht eine
unmittelbare Härte, sondern die sind alle irgendwie in sich zurückgezogen, was wiederum eine inhaltliche Komponente hat. Und das entwickelt sich dann so. Vielen Dank. Ich glaube, das reicht als Einladung für die ganze Ausstellung, die hier bis September im Tschechischen Zentrum zu sehen ist.